Leute, willkommen bei Pandido. Heute habe ich euch diese super coole, intelligente Superknete mitgebracht. So viel Super auf einmal, das muss ja ein Wahnsinnsding sein. Ich bin jedenfalls gespannt, was es denn mit der sogenannten intelligenten Knete auf sich hat. So, ihr habt ja an der Seite gerade schon diesen gelb-orangenen Aufkleber gesehen. Wenn wir diese Dose öffnen, entdecken wir zunächst diese orangefarbene Knete. Behaltet doch aber schon mal im Hinterkopf, dass wir dieses Wechselspiel von Gelb und Orange eben schon gesehen haben. Ob die Knete wohl immer orange bleibt? Das zeige ich euch gleich. Zunächst erkläre ich mal ein bisschen was zu der Konsistenz dieser Knete. Also sie fühlt sich tatsächlich noch etwas hart an, aber ich merke jetzt schon, je länger ich... Es wird ja wie Kaugummi, lässt sich das hier auseinanderziehen. Also wirklich, je länger ich das knete, umso weicher wird die Knete und unfassbar, sie lässt sich ja wirklich dehnen und ziehen wie Kaugummi. Das ist ja fast schon ein bisschen eklig. Ah, hier kann man sie auch reißen, also ganz so dehnfest ist sie dann doch nicht. Das wäre ja auch verrückt. Okay, die Knetmasse lässt sich also schon mal in die Länge dehnen. Sobald ich die aber wieder in meinen Händen zusammendrücke, haben wir wieder eine einzige Masse und können natürlich auch wieder von vorne beginnen, weil es so viel Spaß macht, die Knete in Schnüre zu ziehen. Aber gut, das ist nicht alles an dieser Superknete, das wäre ja doch etwas langweilig, wenn wir lediglich nicht essbaren Kaugummi hier hätten. Sondern diese Superknete hat natürlich noch mehr zu bieten, etwas Magisches und etwas Lustiges. Ich fange mal noch mit dem Lustigen an und zwar forme ich jetzt eine Kugel aus meiner Knete. Pop! Und lass sie springen wie einen lustigen Flummi. Also hier handelt es sich gewiss nicht um eine gewöhnliche Knete, denn diese Knete lässt sich sowohl dehnen bis ins Unendliche wie ein Kaugummi und springt ganz verrückt wie ein Flummi, wenn ich sie zu einem Ball forme. Da hüpft sie hier von einer Ecke zur anderen und ist also gleichzeitig auch noch ein Spielzeug. Okay, wir haben quasi Kaugummi-Effekt, den Flummiball und ja, die dritte magische Funktion, die ich schon am Anfang angekündigt habe, folgt jetzt und zwar... Ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen. Und zwar kann diese Superknete auch ihre Farbe ändern. Das Ganze funktioniert durch Wärme. Das heißt, zunächst forme ich erstmal so einen glatten Kneteller, können wir mal sagen. Und da meine Hände gerade doch nicht warm genug sind, benutze ich einfach mal meine schöne Kaffeetasse. Ich habe hier einen leckeren warmen Kakao drin. Die Tasse ist also wirklich heiß, erzeugt ordentlich Wärme auf meinem Kneteller. Und nachdem ich das jetzt so eine Weile einwirken lasse, beziehungsweise die Knete schön erwärme, sollte sich diese wie aus Zauberhand dann verfärbt haben. Und wenn ich meine heiße Tasse jetzt länger auf der Knete stehen lasse, wärmt diese die Knetmasse, macht sie dadurch weicher und eigentlich sollte sich dann auch die Farbe ändern. Du, 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 du. Bing, da schauen wir doch mal hinunter. Ganz vorsichtig. Die Knetmasse ist wirklich schon weicher geworden. Ich bekomme ja meine Tasse kaum ab. Da zieht sich's in die Länge. Hier seht ihr, die Enden sind wirklich gelb geworden. Keine Sorge, sobald die Knetmasse wieder kälter wird, wird sie auch wieder orange. Und wenn wir sie wärmt, wird sie gelb. Also ganz nach eurem Belieben und entsprechend der Wärme eurer Hände oder Tasse. Ihr könnt sie natürlich auch auf ein Fensterbrett über der Heizung legen. Ändert die Knetmasse ihre Farbe. So, und nicht nur das, dadurch, dass sie jetzt so weich geworden ist, lässt sie sich noch besser ziehen. Mensch, da hat diese super, super Knete aber auch nicht zu viel versprochen. Klickt hier für mehr tolle Videos.